Ich habe nicht die geringste Ahnung, was mit der Musik hier kaputt ist, aber es gefällt mir. Der Soundtrack ist stimmungsvoll. Wir sind, glaube ich, angekommen in Maria City. Sind wir denn schon da? Willkommen in Maria City. Das ist alles, was da draufsteht. Hallo? Na, wie findest du unsere Zugbrücke? Sie ist der ganze Stolz der Stadt. Aufgrund ihres eleganten Aussehens wird sie auch die Klurak-Brücke genannt. Die ist ja toll. Ja, da waren wir im letzten Part, ne? Sind drüber gewatschelt, nachdem wir die... Nachdem wir die Arenaleiterin besiegt haben. Und hier haben wir eine wilde Piccolente. Piccolo-Ente. Und das, ich hab's schon mal gesagt, ist perfekt. Denn ich habe euch gesagt, ich möchte als sechstes und letztes Teammitglied in der Tat Piccolente. Denn es deckt Wasser und Flug ab. Das sind die beiden Elemente, die ich noch brauche. Boah, ich bin mir jetzt aber unsicher, wie ich angreifen soll. Ein bisschen Feuer wird ihm wohl nicht genügend zusetzen. Entwickelt sich zu einem prunkvollen und prachtvollen Schwan. Ja, und er wird natürlich zuständig sein für VM-Surfer und Fliegen. Also ich gehe mal davon aus, dass er Surfer kann. Warum sollte er es nicht können, ne? Was mache ich denn mit dir? Komm, wir machen Smog. Ihr werdet euch jetzt denken, geht so. Ist ja kein so starkes Pokémon. Ihr werdet jetzt mal sehen, wie er verkokelt. Nee, ohne Witz. Seine große Stärke ist meines Erachtens seine wenigen Schwächen. Könnte man bei Wasserflug gar nicht vermuten, aber er hat ja kaum Schwächen. Klar, eine Vierfachschwäche gegen Elektro. Oh, vergiftet. Das muss jetzt gleich sitzen. Oder ist es nicht eine Heilattacke? Downreigen? Nee. Da wird es kritisch für unseren Starter, aber alles cool. So, das könnte jetzt richtig gut im Ball landen. Hyperball habe ich sogar. Komm, mache ich auch. Zur Feier des Tages. Das letzte Teammitglied. Schon, ne? Also normalerweise kriegt man gar nicht so schnell seine sechs Teammitglieder zusammen. Aber wir haben es geschafft. Piccolente wurde gefangen. Ja, er entwickelt sich auf Level 35. Habe ich natürlich nachgeschaut. Wasservogel. Es schwimmt das Gewässer auf der Suche nach Torfmoos, seiner Leibspeise, ab. Ein talentierter Taucher. Supi. Sieht ein bisschen lame aus, aber er ist ein super Pokémon. Oder sie? Es ist eine sie. Und da Enten und Gänse für mich in der Regel auch irgendwie weiblich sind... Ja, werde ich ihn auch... werde ich ihn auch weiblich betiteln, alles klar. Ihr seid also die Trainer, von denen Camilla gesprochen hat. Ich bin Turner, der Arenaleiter dieser Stadt. Einen herzlichen Empfang dürft ihr nicht schon von mir erwarten. Das Runterlassen der Brücke ist schuld daran, dass diese Kerle von Team Blasma entkommen und jetzt in der Stadt auf freiem Fuß sind. Das ist aber ärgerlich. Wir sind natürlich sehr dankbar, dass ihr die Brücke vor uns heruntergelassen habt, aber deswegen trifft uns doch wegen der Flucht keine Schuld. Ist auch egal. Fakt ist, dass ihr jetzt hier seid und diese Halunken von Team Blasma ins Stadtinnere abgehauen sind. Auch wenn es jetzt hart rüberkommt, ich verlange von euch, dass ihr diese Kerle für mich ausfindig macht. Ihr seid schließlich fähige Trainer, oder? Ach ja. Wenn ihr die Kerle von Team Blasma findet, trete ich euch auch in meiner Arena gegen euch an. Toll, was? Ich dachte, er tritt uns in den Hintern. So ist das Ganze ein Geben und Nehmen. Einverstanden, ich war ohnehin auf der Suche nach Team Plasma. Und wenn ich bei dieser Aktion ein paar von ihnen besiegen kann, werde ich dabei auch noch stärker. Zwei Fliegen mit einer Klappe also. Nun, Markus, ich gehe dann schon mal vor. Tu das, alles cool. Naja, relativ. Dass man in jeder Stadt mit Team Plasma involviert, das nervt ein bisschen. Also, das war ja in Kanto mit Team Rocket auch nicht so, dass es ein paar Städte Ruhe gab vor denen. Wenn du willst, verrate ich dir mal was, mein lieber Trainer. Mach dir keine Sorgen, falls einem deiner Pokémon im Kampf mit einem anderen Trainer mal ein Item weggenommen wird. Das bekommst du nämlich nach dem Kampf wieder zurück. Einweg-Items sind und bleiben natürlich weg, aber nachdem man sie eingesetzt hat. Sei mir gegrüßt, verehrter Trainer. Ich arbeite in einem Tiefkühlcontainer. Wie? Der Tiefkühlcontainer ist ja ganz im Süden der Stadt. Alter, die Musik! Das hätte ich nie von einem Originalspiel erwartet. Pokémon Hack, ja. Aber es klingt zu Pokémon untypisch, oder? Hallo?
Ein Mitglied von Team Blasma hat mich zum Kampf gezwungen. Das Resultat? Er hat gewonnen und mir all meine Pokémon weggenommen. Das lässt er sich gefallen. Hey du, hast du das Pokémon dabei, das du vom Professor Asher bekommen hast? Dieses Pokémon kann eine besondere Attacke lernen, egal auf welcher Entwicklungsstufe es sich befindet. Es muss dir gegenüber auch zutraulich sein, sonst klappt das nicht. Möchtest du ihm, dass ich die Kombi-Attacke beibringe? Also gut, welchen Pokémon? Ja, du bist ein Held. Was nochmal? Feuersäulen? Das klingt gut. Was ist denn Feuersäulen? Ich check's aus. Moment. Kombiniert die Pflanzsäulen. Ach so, das hat man schon mal irgendwo. Ich glaube, das war ein Pokémon Y. Kombiniert mit Pflanzsäulen steigt die Wirkung, die Umgebung wird zu mehr aus Feuer. Da wird es bestimmt irgendwie einen Doppelkampf geben und keine Ahnung. Aber, obwohl Armstoß. Aber ich weiß ja nicht so recht. Smog ist jetzt auch nicht der Burner, aber es. Smog ist jetzt auch nicht der Burner. Ich bin mal nicht so und ersetze es für Smog, da Smog nur eine Stärke von 20 hat. Und auch nur Genauigkeit von 70. Aber ich bin kein großer Freund von den Feuersäulen oder den Säulen allgemein. Wassersäulen, Feuersäulen und Pflanzsäulen. Kombiniert man diese drei Attacken im Kampf, stellt sich ein ganz spezieller Effekt ein. Ja, aber ob wir das überhaupt zu Gesicht bekommen, ist nicht gesagt. Maria City, benannt nach dem großen Meer. Siege verdanke ich allein meinem Team, aber Niederlagen gehen auf mein Konto. Das ist mein Motto. Man muss bescheiden sein, wenn man auf dem Boden bleiben will. Alter. Hä? Hier geht nichts? Das geht hier wohl weg? Tiefkühlcontainer. Da gucken wir uns dann mal um, aber ich bin ehrlich gesagt noch ein bisschen auf der Suche nach dem Pokémon Center. Sag mal, hast du während deiner Laufbahn als Trainer eigentlich schon mal gegen die Top 4 der Pokémon-Liga gekämpft? Dass man erst gegen sie antreten kann, wenn man im Besitz aller 8 Orden ist, weißt du ja hoffentlich, oder? Ansichtssache. Natürlich habe ich schon oft gegen die gekämpft, aber noch nicht im Pokémon Schwarz. Auf der anderen Seite des Meeres leben noch jede Menge andere Menschen und Pokémon, nicht wahr? Ja, ein All gehört natürlich wie die anderen Regionen der ersten 5 Generationen zusammen. Kalos der 6. Generation ist ganz woanders. Das ist quasi Frankreich und die ersten 5 sind quasi Japan. Ich bin der verliebte Mann. Freunde nennen mich Charles. Ich will meine Angebetete unbedingt beeindrucken, habe daher eine neue Form des Pokémon-Kampfes gelernt. Es handelt sich um einen Reihumkampf. Willst du wissen, worum es geht? Beim Reihumkampf treten auf jeder Seite 3 Pokémon an. Vorne steht eins und die anderen beiden stehen hinter ihm. Und jede Runde kannst du die Pokémon durchwechseln. Das ist das Clou daran. Also, soweit die Zusammenfassung beim Reihumkampf. Ich bin der verliebte Mann. Freunde nennen mich Charles. Als echter Trainer will sie den Reihumkampf sicher gleich ausprobieren, oder? Mach ich halt einfach mal. So lobe ich mir das. Denn ich bin der verliebte Mann und meine Freunde nennen mich Charles. Ich gebe immer Vollgas. Keine Ahnung. Zeig halt mal her. Auch wenn Verkokel leider schon so gut wie down ist. Was hat er da Tolles? Der kopiert ja fast mein Team. Das nervt. Ich sehe da Parallelen. Aber ein tolles Team. Doch, doch. So, was machen wir am besten? Weißt du was? Egelsamen. Nicht schlecht. Egelsamen wird immer gut. Ja, nee, wenn ich nur mit 3 Pokémon angreifen kann, ist natürlich kritisch. Aber wenn ich wechseln kann, wovon ich ausgehe, dann könnte es interessant werden. Strauchler. Also erst wenn er down geht. Ich dachte, jetzt wechselt jede Runde. Tschüss, Mann! Hahaha! Ziemlich viele. Ach so, alle, die da ein Ding sind. Ja, ich finde. Ja, er ist schon keine schlechte Wahl, mein Vegeta. Der ist eigentlich gegen alle 3 effektiv, die der Typ da hat. Also mit Pflanze seid ihr echt oben auf, was das angeht. Da, die darf bald mitkämpfen. Oh, ich habe ja. Siehst du, ich will ja am Pokémon Center die abholen, aber noch kam ich nicht dazu. So, ich glaube hier lieber Samenbomben. Bomben! Er leidet. Die traumatische Musik ist wegen Verkokel.
Aber Vigicheat hat alle gebasht. Ich bin der verliebte Mann. Freunde nennen mich Charles. Wir bäm nicht. Da wollte ich dir etwas beibringen und habe selbst eine Lektion erteilt bekommen. Ich muss schon sagen, du könntest eine große Zukunft vor dir haben. Wer seine Pokémon nicht genau kennt, hat keine Chance beim Reihumkampf. Wenn du weitere Reihumkämpfe bestreiten willst, geh nach Twin Drake City. Twin Drake City. Endlich mal das Pokémon Center. Erstmal Nagelotz in Rente schicken. Danke für alles. Vielleicht holen wir den ja irgendwie mal wieder als VM-Slave. Keine Ahnung, ob ich eine Siegestraße, ob ich das alles schaffe. Wirklich alle Pokémon, also die VMs zu verteilen. So. Stärke haben wir ja zum Beispiel noch. Schwester Joy, bitte heilen Sie meine Pokémon. Es ist dringend. Legen Sie es alles auf den Computer und drücken Sie das Knöpfchen. Weil ich kann es ja nicht selber. Aber so werden Arbeitsplätze geschaffen in der Pokémon-Welt. Naja. Die Familie von Schwester Joy sehen alle gleich aus. Die freuen sich natürlich. So, Picolinde. Hi. Wesen mutig. So, gerade mal nachgeschaut. Also ich finde, mit Wesen mutig haben wir einen richtig guten Fang gemacht. Erhöht den Angriff, den physischen. Und die Initiative geht halt ein bisschen zurück. Bei Picolente generell, man sieht es auch hier, Angriff und Spezialangriff sind eigentlich komplett gleich bei Picolente unter Entwicklung. Nur halt der jetzt durch Wesen mutig ist okay. Gefangen am 11. September. Das Interessante kommt jetzt. Molly Morba gefangen am 24. September. Ihr seht dadurch, dass ihr dem Datum hier überhaupt nicht trauen braucht. Also hier stimmt gar nichts mehr. Aber sei euch versichert, so alt sind die Parts nicht. Nein, das ist noch relativ neu. Ich gehe auf eure Kommentare ein, so ist es ja nicht. Okay, cool. Hat schon gute Attacken. Gut, eine Daunenreigen braucht man wirklich am wenigsten. Blubstrahl. Na. Wir werden physische Angriffe kriegen ja, da kommt noch was. Spezialangriff wäre natürlich noch besser gewesen, aber sei es drum. Ach, guck. Das ist zum Beispiel 60. Dann mach halt Aero als nach vorne und Blubstrahl ist ja ein bisschen... Ja gut, Aquawelle verwirrt, aber der ist trotzdem stärker. Ist eigentlich Wumpe. Nur Daunenreigen braucht man erstmal überhaupt nicht. Ich guck mal in Sachen VMs. Oder warte. Molly Morba, gib jetzt mal das Item her. Du sollst es... Ich will es nehmen. Item? Nehmen. So, jetzt bekommt die Picolente erstmal das Item. Den EP-Teiler. Hier müsste sein. Nein, da oben. Dann bekommt Molly Morba den Evolit. Wo steckt er? Die Flinkklaue haben wir auch. Aber ich glaube, Evolit ist wichtiger. Hat den noch jemand? Den hat noch jemand? Im Ernst? Bist du das? Nehmen. Schattenglas, nee. Wer hat denn... gebe ganz kurz das Schattenglas zurück. Alles klar. Ja, das müssen wir ganz kurz hier managen. Nicht, dass irgendjemand hat, der sich überhaupt nicht mehr entwickeln kann. Also Wundersaat, Holzkohle, Evolit. Ja, hervorragend. Du brauchst es nämlich mal so gar nicht mehr. Was können wir denn Zepritz geben? Irgendwas, was, ja, die Flinkklaue kannst du behaben, aber ist jetzt eigentlich nicht so wichtig. Evolit! So. Na, so kann man mit leben. So, Molly Morba. Wollte ich auch nochmal ganz kurz. Psycho-Schock. Das ist ja mit. Das ist ja die stärkste Attacke, die sie drauf hat. Das ist Bullshit. Finde. Alter, schon stark. Und die hat ja die Stärke natürlich auf Spezial. Super. Okay, sind wir erstmal gerüstet. Ich würde nur irgendjemand anders nach vorne tun. Ich glaube, als nächstes darfst du ein bisschen kämpfen. Und dann du, dann du, dann du. Dann du, dann du, dann du.
Pikolenta ist halt noch hinten, weil... hat noch Welpenschutz. Okay. Wir waren hier. Den Häusern waren wir drinne. Richtig. Wollen wir doch hier mal weiterschauen. Mal sehen, ob es noch geile Sachen zu finden gibt. Es gibt Pokémon, die sich durch den Tausch mit jemand anders weiterentwickeln. Ist doch Wahnsinn, oder? Warum entwickeln sie sich dabei weiter? Im Fernsehen kommen manchmal recht informative Sendungen über Pokémon-Attacken und Fähigkeiten. Dein Nagelotz ist ein bisschen... oder ist ein... guck mal da. Ziemlich hyperaktiv auf jeden Fall. Zu viel Kaffee gegeben, also gebt niemals euren Pokémon Kaffee. Nanu, du hast doch einen Pokédex, nicht? Wie viele Pokémon hast du laut deiner Statistik denn bereits entdeckt? Oha, es sind ja mindestens 50, wenn nicht sogar noch viel mehr. Na, dann hast du das hier redlich verdient. Seegesang. Oha, ich glaube... ein Pokémon, das Seegesang trägt, regeneriert im Kampf einiges seiner KP, wenn es dem Gegner Schaden zufügt. Aber davon mal ganz abgesehen. Du zeigst ein Pokémon... Pokédex doch hoffentlich regelmäßig der Professorin. Naja, gar nicht so. Ja, du, ich finde, du solltest unbedingt einen Picochilla gegen meinen Barschuf tauschen. Nee. Achso, dieses Pokémon hast du wohl gar nicht. Naja, falls du deine Meinung doch ändern solltest, das Angebot zum Tausch steht. Kein anderer wird mit dir tauschen, ich weiß. Ja, Seegesang. Geben wir ihm lieber dem Zebritz. Weil Flinkklaue ist so ein bisschen so... Seegesang ist kein schlechtes Item. So, hallo? Ob sie im Kampf nun Blitze einsetzen oder Sturmböen, alle Pokémon haben ihren eigenen Willen. Sie kommen und gehen, wie es ihnen gerade gefällt. Ah, hier ist ein Haus. Irgendwo muss der Typ, der Biker, auch wohnen. Ich bin dir sehr dankbar, dass du extra gekommen bist. Du bist doch ein Trainer, oder? Man sieht sich nur dein Pokédex an, der ist einfach fantastisch. Sag mal, könntest du mir vielleicht eine kleine Bitte erfüllen? Was denn? Würdest du gerne mal ein Pokémon sehen, das die Attacke Felsgrab beherrscht? Du weißt schon, Felsgrab halt. Es wäre schön, wenn das heute klappt. Ach, sieh an, was haben wir denn da? Dein Rokaimann hat ja Felsgrab in seinem Repertoire. Hast du ihm's extra beigebracht? Ach, das ist toll. Hier ein kleines Dankeschön von mir. Nimm es ruhig, das hast du dir verdient. Was soll ich mit dem Scheiß? Ich frage mich, wie es wohl ist, die Attacke Felsgrab in der Praxis einzusetzen. Das beherrschte sich ja ganz hervorragend. In Arztpraxis macht wohl wenig Sinn. Nee, Quatsch, Spaß. Aber vor allen Dingen wirklich, was wollen die mit Felsgrab? Ich dachte, die haben keinen Lebenswillen mehr, sozusagen. Es gibt auch sehr, sehr viele Pokémon, nicht? Und je nach Art können sie unterschiedliche Attacken lernen, oder eben nicht. Haarscharfer Kantpanzerauge. Ja, die Typen hier sagen alles und gar nichts. Warum ich hier herumlungere? Weil ich Lust darauf habe, deshalb. Ach ja, wenn du eines meiner Pokémon-Surfer beherrschen würde, dann könnte ich ganz gemütlich übers Wasser gleiten. Das ist richtig. Keine Ahnung, wo man die VM bekommt. Nee, warte, ich guck mal ganz kurz nach den VMs. Ich glaube nicht, dass wir die schon haben. Aber ich kann mich auch irren. Zerschneider und Stärke haben wir, ne? Ja. Ich frag noch blöd dabei, war der Bildschirm schon auf. Route 6, okay. Ja, Maria City erstmal zu Ende erkunden. Was geht denn hier? Hallo? Der alte Mann auf Route 6 ist auf der Suche nach einem legendären Pokémon. Hat das deine Neugierde geweckt? Dann schau mal auch mal bei ihm vorbei. Ich setze mich jetzt hier hin. Nee, geht gar nicht. Warum nicht? Alter, was ist denn hier los? Glück ist vergänglich, nichts wird ewig. Es lohnt also nicht, mit Habsucht und Raffgier durchs Leben zu gehen. Wenn ich das nächste Mal in die Kontaktebene gehe, werde ich dafür sorgen, dass ich Transferkraft bekomme und die anderen damit eine Freude bereiten kann. Glaubst du, ist es möglich, dass sich alle Menschen auf der Welt verstehen und vertragen? Nein, denke ich nicht, ehrlich gesagt, aber ich habe gerade ja angetippt. Das denke ich auch. So ist das wohl. Aber du und dein Pokémon-Team, ihr versteht euch einander doch.
Bitte sag, dass es so ist. Ja, na klar, es können sich nicht alle Menschen miteinander verstehen. Das ist einfach unmöglich. Ihr merkt es ja schon in größeren Gesellschaften, einfach in Schulklassen zum Beispiel. Ihr merkt, dass ihr mit manchen besser zurechtkommt und manchen nicht. Das ist Natur, das ist menschlich, das ist ganz normal. Man kann auch nicht erwarten, dass jedem der Let's Player XY gefällt. Oder ich kann nicht von jedem erwarten, dass jedem meine Videos gefallen. Hauptsache euch. Ne? Und deswegen bin ich glücklich froh über meine treuen Zuschauer. Aber es soll nicht zu tiefgründig gerade gehen. Menschen, die diese Welt besucht haben, lassen schon mal Items darin zurück. Die Kontaktebene ist eben wirklich etwas Einzigartiges. Nimm die hier Kontakt mit Geistern auf oder was los? Als ich einmal jenseits der Brücke war und weder ein- noch aus musste, weil ich mich verlaufen hatte, war es ein völlig Fremder, der mir zur Hilfe kam. Einander zu helfen ist eben doch einer der Grundpfeiler menschlichen Zusammenlebens. Deine hilft der Anerkennung willen, der andere, weil er sich eine Belohnung erhofft. Es ist überhaupt nichts Verwerfliches dabei, deswegen zu helfen. Entscheidend ist, dass man hilft. Alles andere ist nebensächlich. Zu leben heißt, die Sinnvoll, die einem gegeben ist, sinnvoll zu nutzen. Die Zeit lässt sich nämlich nicht zurückdrehen. Das darf man auf keinen Fall vergessen. Hier gibt es nichts, sondern einfach nur 7 Leute, die irgendwas sagen. Ach, das ist eine Kirche quasi. Oder eine Kapelle, keine Ahnung. Ja gut. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Achso, da habe ich was gesehen, da wollte ich gerade wissen, wie ich da hinkomme, aber... Nee, Moment. Geht doch. Ich bin noch ein Hohlzahn, ich kann auch hier hin. Ja, das ist noch im grünen Bereich. Ach, die Arena. Arenaleiter Turner, ich bedauere sehr, aber der Gute ist gerade indisponiert. Wenn ich dich also bitte später noch einmal hier einführen würdest. Schön. Boden-Pokémon oder was? Sehr interessant. Ja doch, war heute schon was los, ne? Nicht nur die Stadt erkundet, sondern einiges mehr. Hier ist der Tiefkühlcontainer, was das zu bedeuten hat. Wir erfahren das bald, also bleibt dran, schaltet wieder ein und... Ja, Daumen hoch oder Daumen runter, Pokémon Schwarz wird immer bunter. Bis dann und ciao!